Ja, da bin ich wieder und es hat auch fast nur 26 Minuten gedauert, ehe ich wieder Level 10 gewesen bin und lade jetzt meinen letzten Patienten ab. So, Entschuldigung. Jetzt haben wir Level 11. Und dann haben wir rein theoretisch nur noch ein Level übrig. Die Frage, ich würde jetzt erst einmal die in der näheren Umgebung machen, weil ich weiß nicht, ob das vielleicht dann doch zu lange dauert, ehe wir ganz am Rand zu den Patienten kommen. Deswegen sammeln wir erstmal hier. Ja, ey, renn doch mal die Zeiten hier ein. Ja, was machst denn du? Komm. Ich finde 45 Sekunden. Das ist ja Scheibenkleister Gutes. Den können wir eigentlich gleich bei der nächsten Fahrt auch mit aufsammeln. So. Ganz entspannt. Alter. Deine Frau könnte unter den Patienten sein. Na komm, don't waste my time. Das ist ja so unverschämt. Sollen froh sein, dass überhaupt ein Krankenwagen hier läuft. Aber es würde mich mal interessieren, ob, sage ich mal, dieses Gebiet mit am einfachsten für diese Mission ist, also die Feuerwehr- und die Krankenwagen-Mission, oder ob es da noch ein anderes Gebiet gibt, was, sage ich mal, einfacher ist. Weil hier musst du halt doch schon, ne, sehr weit hin und her fahren. Ich weiß nicht, auf dem Land... Oh Gott, warum schreit die denn so? Gut, auf dem Land, ne? Ich weiß nicht, ob man da einfach länger Zeit hat, weil einfach die Entfernungen zu weit sind. Oder ob man da einfach hier relativ schnell und zügig die ganzen Patienten einsammeln kann. Weil halt das ein geringeres Einzugsgebiet hat. Ah, verdammt. So, warte mal, jetzt nehmen wir mal die, die ganz hinten sind. Also meine größte Angst ist ja immer, dass ich die nicht finde. Weil da ist ja gleich diese Autobahn, dieser Highway mit der Zwischen... Oh Gott, das war jetzt knapp. Dann habe ich immer Angst, dass ich zu viel Zeit vergeude, die blauen Personen zu suchen. Ne, da haben wir den ja, oder? Hallo? Der hat ja eine niedliche Mütze auf. So. Dann müssen wir hier vorne rechts und gleich wieder links. Oh, sorry. So, da können wir noch einen mitnehmen. Müssen wir mal gucken. Und da haben wir noch jemanden in der Nähe. Und dann geben wir die ab und sammeln dann die letzten beiden Patienten ein. So. Kannst du jetzt hier vorne mit rein? Ach, 16 Sekunden haben wir nur bekommen. Na gut, ist ja auch jetzt nicht allzu weit vom Krankenhaus entfernt. So. Jetzt die letzten beiden Kollegen und dann haben wir nur noch ein Level, Level 12. Oh Gott. Aber ich muss sagen, ich habe zwar mich geärgert, dass ich... Ah! Boah, das war knapp. Geärgert,
dass ich ja beim ersten Mal die Mission abgebrochen habe, weil ich einfach was essen wollte, weil ich Angst habe, dass mir da CJ vom Fleisch fällt. Und wir dann hier jämmerlich sterben im Krankenwagen, weil dann unsere Lebensanzeige angesetzt wird. Haben wir dann doch relativ, ne, viel Geld jetzt bekommen. Fast 100.000. Fett haben wir auch noch genügend. Was sieht es mit Sexappeal aus? Hammer, warum haben wir... Wir hätten da fast die Hälfte. Macht das einfach auch den Respekt mit aus? Oh ja, genau, tu dich gleich. Also, manchmal. Da greift man sich an den Kopf. So. Nehmen wir die 3 jetzt hier mit. Aus dem Weg! Bitte nicht meinen Patienten anfahren. Ist aber eine hübsche. Oh! Ja, sagte sie und fuhr selber den Patienten an. Ja, ich bin... Polizei mir hier. Aber ich habe jetzt immer noch nicht gesehen, was wir... bei der Feuerwehrmission bekommen haben. Wir haben zwar die Errungenschaft, im Übrigen, ich habe auch im offenen Errungenschaft bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, so zahm wie ein Tiger oder irgendwas, weil wir 24 Stunden lang halt keine Verbrechen erzeugt haben oder straffällig gewesen sind. So, warte, jetzt kann ich hier gerade ausfahren. Ja, aber ob wir jetzt irgendwie noch was dazu bekommen haben, keine Ahnung. Oh nein. Ich habe schon wieder irgendwas gehört, so nach dem, also, irgendwas habe ich gehört, was mich wieder ein bisschen kirre macht. Aber das kann natürlich an meinem Fett liegen. Ich hätte mich einfach voll fressen müssen. Ja, aus dem Weg! Ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Wie gesagt, das Schlimmste wäre jetzt bei Level 12... dass wir sterben werden. Obwohl, ich habe uns ja so viele Bürger reingehauen. 37 Sekunden, ja. Komm, steig ein. Ich könnte ein bisschen 5 mal ranfahren, oder? Stehen sie auf. Kommen sie rein. Dann nehmen wir jetzt den dort hinten. Kommen wir mal hier hoch. Schon fast 8 Minuten hier unterwegs, ne? Ja, lauf doch direkt auch über die... Es gibt ja zum Glück keine Ampeln hier, ne? Das ist ja alles Mangelware. Ups, ich hätte beinahe hier noch die Polizei touchiert, dann hätte ich wieder einen Stern. Wäre meines Lebens nicht mehr froh gewesen. So. Was passiert eigentlich, wenn wir den Krankenwagen zu sehr demolieren? Es hieß ja ganz am Anfang, ja, bloß keine Erschütterung, dies, das, jenes bei Patienten und so. Oder kommt drauf an, wenn ich keine Erschütterung habe, kriege ich dann mehr Zeit gut geschrieben? Oder nicht? Hat das damit irgendwas zu tun oder vom Geld dann her? Weil ich glaube, am Anfang irgendeiner Mission... Hat sie dann ein bisschen, also eine komische Summe dann bekommen. Das kann halt daran liegen. Ja, ja, ja! Der springt gleich über die Klippe, wenn der Krankenwagen kommt.
Mädchen, steig ein. Der Krankenwagen ist voll, ja. Ich weiß. Mal, wir haben grün. Also haben die ja eigentlich rot. Und hier laufen trotzdem einfach drüber. Wie gesagt, das ist natürlich die Lektion in diesem Spiel. Solche Menschen gehören nicht auf die Welt. So, gerettet, aber ich kriege gar keine Zeit mehr. Warum denn nicht? Guck mal, die schießen hier. Warum denn? Warum schießen die aufeinander? Oh, eine Omi. So. Nur 25 Sekunden für die Omi. Klops, geht los. So, jetzt hier noch. Ja, schon wieder. Haben die denn alle? Vor allen Dingen, move it right now. Sag mal, sind die alle komplett dumm? Ja, komm, steig ein. Das ist bestimmt Sonnenbrand. Oh. Leave me alone. Ja, klar. Wenn der Krankenwagen kommt, möchte ich und ich irgendwie, ne, da will ich immer allein gelassen werden. Außer wenn ich ihn selber mal brauche. Dann kann er natürlich kommen. Also die Wertschätzung, ne, für die Sanitärsleute ist hier sehr gering. Aber wir haben jetzt Level 12 geschafft. Na, Überraschung, es gibt 15 Level. Yay, Retternot. Ah, sehr schön. Wir haben mehr Gesundheit. Okay. Dann werden wir jetzt noch mal ein bisschen was schnabulieren gehen. Das ist natürlich richtig geil. Wo ist mir schon vorbeigefahren? Das ist natürlich richtig geil. Und dann mit Schutzweste. Halt auf jeden Fall sehr viel Schaden aus. Schön, aber da habe ich wieder Errungenschaft. Mit XP-Punkten bekommen. How may I serve you? Der will hier Fleischburger haben. Komplett Fleisch. Warte, muss ich drücken? Ich glaube ja, Leertaste. So. Oh ja. Das schmeckt sehr gut. Vor allen Dingen auch unser Kontostand. Der schmeckt natürlich noch am besten. So, du hast mir gute Dienste geleistet. Vielen Dank dafür, Krankenwagen. Aber ich werde mir ein etwas schöneres Auto holen. So, das hier. Und dann heißt es einmal zurück nach San Fierro, um. Den Laden zu kaufen. So. Sorry. Sexy Peer ist jetzt weniger. Hä? Ach, mein Sexy Peer war doch jetzt gerade auf der Hälfte. Mein Respekt ist ja auch relativ gering. Weil ich jetzt die Karre fahre oder was? Damit wir mal einen heißen Schlitten fahren, dann gucke ich einfach mal, ob das mein Sexy-Peel jetzt erhöht. Weil das geht ja eigentlich gar nicht. Also, dass das halt auch irgendwie Einfluss mit hat. Bei manchen Frauen ja, das ist auch ganz wichtig, dass man, keine Ahnung, die teuersten Schlitten fährt. Oh ja.
Das war... Warte mal. Lol. Inbreed makes you dumb, huh? Hä? Ich glaube, die drehen immer durch. Wenn du die Ausländer antitschst, ich konnte nichts dafür, dann wollen die einen immer selber über den Haufen fahren. Also anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. So. Hallo! Nein, 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 nein! Nein. Achtung, ich müsste mal mit wieder auf die Straße. Dankeschön. Aber was das mit dem Glück auf sich hat, das habe ich noch nicht herausgefunden. Es gibt ja anscheinend hier... Oh Gott. Keine. Ja. Keine. Keine. Oh, hallo. Oh, Alter, die Karre sieht aus. Kein Symbol, was man einsammeln kann, wie zum Beispiel den Stern, der ja das Fahndungslevel dann um einen Stern halt reduziert. Oder Waffen kann man ja zum Beispiel auch einsammeln. Oder das wird alles noch irgendwie dann uns... erklärt, dass wir einfach weiterkommen müssen in der Story. Ich würde sowieso mal schauen, wie viel wir jetzt schon geschafft haben. Ich meine, bei GTA 4 hatte man ja dann noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, hier habe ich es nicht gesehen, das Gute, das man wirklich gesehen hat. Man hat ja da zigtausend Charaktere kennengelernt und man hat ja dann auch gesehen, okay, mit Roman Bielik haben wir nur 66,66% der Missionen bereits abgeschlossen. Das heißt, es fehlen halt noch 33. Nee, 34. Ja, 34, ja. Ja, Mathe ist ein bisschen schwierig. Aber hier, das kann ich ja dann mal Anfang nächster Folge euch mal zeigen. Das müsste aber rein theoretisch nicht mit dabei sein. Warte, wir gucken uns das gleich mal an. Dann vergesse ich es eh wieder. Und dann... So, Feldkondition 17 und Respekt 13 Uhr. Lungenvolumen 0%. Ja, bin ja auch gestorben. 11%, Radskill 5%. Na hier, wie oft ertrunken einmal. Da war das jetzt nicht so gerade meine größte hier Glück. Da tust du noch nix. Für Prostituierte, ja, das ist eigentlich auch ganz... Oh, Strip... Oh. Bist du der Gangster? Scheidewerfer, bist du der schlecht? Schlecht Gangster, schlecht abgesägte, ja. Oh, automatische Schrumpfhände. Polizei? Haben wir der... Obwohl, stimmt, wir wurden ja, glaube ich, einmal von der Polizei festgenommen. Oder auch nicht, keine Ahnung. Absolvierte Kriminelle? Na gut, das kann natürlich hier diese Bürgerübermission sein. Von anderen absolvierten Personen? Ich verstehe das jetzt gerade nicht unbedingt. Eins, ja, kontrollierte Gebiete, ja. Aber ja, null, ne? Fortschritte bei der NIE 17%. Ja, das ist halt sehr traurig, ne? Flugzeug haben wir 0. Irrsinn dann, du hast es dann gefunden, was dann absolviert. Längste Videodistanz haben wir auch nie. 0, 0, 0. Schnappschüsse. Oh, gesammelte Hufeisen. Gut, die Hufeisen können natürlich Glück sein. Oh, 9 von 12. Können wir auch noch machen.
24, Alter, Spielzeit 9 Stunden, 24%. Das ist ja wirklich Besuch im Fitnesscenter. Okay, da müsste ich mal gucken, wie wird die Denise, wann die halt verfügbar ist, die gute Frau. Hier, rot. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich das kaufen kann, weil rot ist für mich, du hast so wenig Geld dafür. Immobilie gekauft. Zero Modellbaushop. Komm, wieder malt. Ist aber ungesund für die Zähne, ne? Geil, Couturismo. Ich muss ja sagen, ich hatte mir ja auch mal so ein Modellauto zusammenbasteln gekauft. Also musstest du wirklich erst hier einfärben, also hier bemalen. Dann musstest du das halt mit dem bestimmten Kleber zusammensetzen. Und ich war echt gut dabei. Und dann musstest du gefühlt 3 Farben zum gewissen Prozentanteil zusammenmischen. Und das Problem war einfach, dass du gefühlt nur einen Pinsel dabei hattest. War dann noch so Lösungsmittel, damit das halt sauber gemacht wird. Aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Aber das war mal geil. Mal wenn ich das sehe, habe ich wieder voll Bock drauf. Sweatman, das ist ein geiles Auto. Weg aus dem Weg. Aber wir können da nichts kaufen. Ja, aber das war... Ja, Junge, geh aus dem Weg. Ich will hier raus. Meine Güte. Hey, Caesar. Ach so. Hey, you're leaving San Piero, right? No. But they're using bikes, CJ. They go cross country. Nee. Not right now. I gotta check into some shit. Ja, es war mir auch bewusst, dass ich... Hello? Carl, it's Zero. Oh, hi, Z. You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Ja, aber wir werden in der nächsten Folge beim guten Zero mal reindroppen. Und ich fand es eigentlich gar nicht, dass es aussah wie ein Schweinisch, weil halt normal aufgeräumt wird, ich meine. Ja, und schauen einfach mal, was er denn für eine Aufgabe für uns hat. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann diese Immobiliensache, also ich hoffe, da steckt mehr dahinter, weil ich möchte da... Was? Was? For life, Buster. For life. You got bone, Maldito, sordo. Hey, warum rennt denn der weg? You wanna die? Oh nein! Ey, das war hier ein ganz normaler Straßenkampf. Ja, also in der nächsten Folge werden wir uns mal den guten Zero angucken. Und ich hoffe mal, die Polizei findet uns jetzt hier nicht. Was haben wir denn hier? Ja, das werden wir in der nächsten Folge machen, weil sonst verliere ich mich hier wieder. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.